Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir reden heute über das Asus Absolute Zero 2016. Also ich war Ende Oktober, Anfang November bei Asus in Taiwan und habe da die neuen Intel Kaby Lake CPUs mit Flüssigstickstoff und auch Flüssighelium getestet. Ich habe da ein bisschen was für euch gefilmt. Ich wollte das ursprünglich auch so ein bisschen Vlog-Style-mäßig machen, das Video. Aber das hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich habe mir damals das Osmo Mobile gekauft. Also das ist so ein Dreiecksstabilisator, wo man sein Handy reinstecken kann und da kann man eben mit dem Handy filmen und hat dann mehr oder weniger flüssige Bilder. Die Videos waren nicht alles so gut, wie ich es eigentlich dachte oder wie ich es gehofft hatte. Und auch die Soundqualität war teilweise wirklich echt nicht gut. Also ich habe dann zwar ein paar Sachen erzählt, aber man hat es einfach nicht verstanden, gerade wegen dem Hintergrundlärm. Mittlerweile habe ich mir was anderes gekauft, und zwar dieses Teil hier, das Osmo Plus. Da ist die Kamera bereits eingebaut und da kann man auch hier mit so einem Erweiterungsteil Richtmikrofon anschließen. Da kann man dann hier ein Handy reinklipsen und ja, damit funktioniert es wirklich gut. Damit habe ich auch die Aufnahmen in Las Vegas gemacht bei der CES. Ja, nichtsdestotrotz, die Videoaufnahmen, also die meisten davon, können wir trotzdem verwenden, aber jetzt wird es eben kein Vlog-Video, sondern ich kommentiere einfach zu den Aufnahmen. Ja, erstmal, was ist das Absolute Zero? Also Asus macht das Absolute Zero jedes Mal, wenn es CPUs gibt, die mit Kälte skalieren. So nennen wir das. Das bedeutet, wenn wir mit flüssigem Stickstoff arbeiten, dann gibt es manche CPUs, die fangen, die hören bei minus 120 Grad auf zu arbeiten oder bei minus 130 Grad. Das sind vor allem CPUs, die integrierte Spannungswandler haben, sowas wie Broadwell-E oder Haswell-E oder auch die normalen Haswell-CPUs. CPUs, die keine integrierten Spannungswandler haben, wie Skylake oder Kaby Lake oder Ivy Bridge, die können mit Kälte sehr, sehr gut arbeiten. Das heißt, man kann den Flüssigstickstoffcontainer komplett füllen und dann funktionieren die CPUs auch noch bei minus 196 Grad Celsius. Und Asus macht dann das sogenannte Absolute Zero Event und da arbeiten wir nicht nur mit flüssigem Stickstoff, sondern auch mit flüssigem Helium. Flüssiges Helium ist so minus 269 Grad kalt, das heißt ungefähr 73 Kelvin kälter als flüssiger Stickstoff, ist aber auch um einiges teurer. Darauf gehen wir aber gleich ein, wenn wir zu dem Flüssighelium kommen, also da habe ich auch ein paar Detailshots. Ja, jetzt berichte ich euch erstmal so ein bisschen von meiner Reise an sich nach Taiwan. Ich vermute mal, dass viele von euch auch noch nicht in Taiwan waren, deswegen habe ich einfach mal ein paar Aufnahmen für euch gemacht. Wir schauen uns jetzt erstmal den ersten Tag an, den ich dort erlebt habe. Und im ersten Tag mache ich es meistens so, also bei so einem Event mache ich es meistens so, dass ich einfach einen Tag früher anreise, weil nach so 14, 15 Stunden Flug ist man einfach ziemlich erledigt und durch die Zeitverschiebung von 6 Stunden, das nimmt dann einfach ein bisschen mit. Deswegen bin ich immer einen Tag früher da normalerweise und mache dann ein bisschen was zur Entspannung. Und an dem Tag sind wir zum sogenannten Elephant Mountain gelaufen. Der Elephant Mountain ist am Rande von Taipeh, ist einfach ein Hügel. Der ist relativ hoch, ich glaube so 250 Meter über Taiwan, über Taipeh. Und da kann man dann relativ schön über die Stadt schauen. Und ja, schauen wir uns doch einfach mal ein paar Aufnahmen dazu an. Dream team all played out and they hit the bench. I just step back, let me soak it in. I seen the ups and downs, so I get it now. I was born to win. It's my time, go time, my turn. I can't lie, waiting for that one spark, my one hope to catch fire. I'm fine, I'm high, light rain through that sunshine. Trying to man this old boat, I'm the captain when it's crunch time. I don't care if I'm getting paid, need the week, but I get the day. Wide awake when I need sleep, I'm knee deep, but I set the way.
Nach dem Elephant Mountain sind wir dann relativ früh auch schlafen gegangen und am zweiten Tag ging es dann los mit dem Absolute Zero Event. Und bei so einem Event heißt es für uns erstmal rantasten an die Materie, weil es sind neue Mainboards, die zwar von ASUS natürlich entwickelt werden. Wir haben die ganzen Ingenieure von ASUS vor Ort, die uns auch helfen dabei. Ziel ist es übrigens bei dem Event, alle aktuellen Weltrekorde zu brechen. Das heißt, wir hatten als Grundlage die ganzen Skylake-Rekorde mit 4 Kernen eben. Also es ging nur um 4 Kern-Weltrekorde und die wollten wir dann eben mit Kaby Lake brechen. Wir haben natürlich den Support von ASUS, wie bereits gesagt, aber es ist natürlich trotzdem immer relativ neu. Das heißt, wir haben keinerlei Anhaltspunkte, wie hoch können wir denn eigentlich mit Spannungen gehen. Das heißt, man muss erstmal anfangen, die CPUs zu testen. Da werden teilweise auch CPUs geopfert, da muss man einfach durch, weil man hat eben Spannungen, wo man nicht genau weiß, was machen die Spannungen intern wirklich, weil Intel ist da auch sehr, sehr vorsichtig mit den Informationen, die rausrücken. Das heißt, viele Spannungen, bei denen wissen wir gar nicht genau, was die intern alles bewirken können. Das heißt, manche Spannungen sind intern gekoppelt, sind Referenzspannungen. Und wenn wir nicht genau wissen, wie hoch wir mit den Spannungen gehen können, dann muss man eben einfach mal eine CPU nehmen und dann stellt man die Spannung einfach mal ein und schaut, was passiert, was verändert sich, wird die CPU wärmer, kann sie besser mit Kälte arbeiten, kann man dadurch die CPU besser übertakten oder stirbt die CPU gegebenenfalls sogar. Also es kommt natürlich auch vor am Anfang, dass man sowas testen muss. Das nennen wir dann die Kill Voltages. Da testen wir einfach zum Beispiel, wie hoch kann man mit der Kernspannung gehen, bis die CPU stirbt. Bei Kaby Lake ist es zum Beispiel so, dass man problemlos bis 2 Volt gehen kann unter flüssigem Stickstoff. Ist natürlich relativ viel, wenn man bedenkt, dass wir so bei 1,4 Volt uns normalerweise das Limit setzen für Luft- und Wasser-Overclocking. Ja, und so die ersten 1, 2, 3 Tage haben wir einfach mal die ganzen CPUs getestet, die wir dort hatten vor Ort und haben einfach gesucht, welche sind denn die besten CPUs, mit welcher CPU lässt sich welcher Benchmark am besten machen. Weil manche Benchmarks, die sind eben multithreaded, sowas wie Cinebench zum Beispiel, oder dann gibt es single-threaded Benchmarks, also die nur auf einen Kern skalieren. Das sind dann sowas zum Beispiel wie SuperPi. Und da muss man einfach schauen, welche CPU arbeitet in welchem Benchmark am besten, damit wir eben uns unter Flüssigstickstoff erstmal langsam rantasten können, wohin wir kommen, um dann eben am Ende mit flüssigem Helium dann die wirklichen Rekorde zu machen. Ja, abseits davon haben wir auch noch ein bisschen rumprobiert mit den Pascal-GPUs. Also wir hatten eine Titan X, 2 sogar, und haben dann, also Titan X Pascal, und haben dann mal versucht, bei der Titan X Pascal ein paar Mods zu machen. Bei Titan X ist es immer relativ schwierig, also ich habe deswegen auch das Titan X Projekt ein bisschen nach hinten verschoben, weil das Titan X Overclocking mit flüssigem Stickstoff extrem schwierig ist. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber der Temperatursensor, der in der GPU drin ist, der hat ein ganz komisches Verhalten. Das heißt, ihr benutzt flüssigen Stickstoff und kühlt die GPU runter und wenn man so minus 20 Grad am Kühler hat, dann liest der GPU Temperatursensor plötzlich plus 100 Grad aus. Und ja, das macht er sporadisch, der liest das manchmal aus und dann drosselt eben die Karte und der komplette Takt ist im Keller, dadurch ist natürlich auch das Ergebnis schlecht. Und wir haben eben versucht, irgendwie den Temperatursensor zu modden, wir haben externen Spannungen hinzugefügt zu der GPU, um quasi die Diode in der GPU zu überschreiben, um zu versuchen, der quasi künstlich eine Temperatur vorzugeben, hat leider alles nicht funktioniert. Ja, Mittwoch habe ich das ASUS Apex Luft- und Wasserkühlungstutorial gemacht. Das Video habt ihr von mir schon gesehen, das kam Anfang Januar schon online. Das habe ich dort auch machen dürfen am Mittwoch und Donnerstag haben wir dann das erste Mal den Flüssig-Helium bekommen. Also wir haben den zwar geliefert bekommen am Donnerstag, aber haben dann entschieden, dass wir am Donnerstag den Flüssig-Helium einfach noch nicht benutzen. Weil Flüssig-Helium ist extrem teuer, also nur mal so zur Relation, wenn wir bei so einem Event sind, dann benutzen wir so 300 bis 500 Liter Flüssig-Stickstoff am Tag. Und den Flüssigstickstoff kriegen wir dort so für, ich sag mal, 30 bis 50 Cent pro Liter. Das ist natürlich relativ günstig, so gesehen. Flüssighelium gegenüber kosten 100 Liter 4.000 Euro und die 100 Liter halten ungefähr 15 Minuten. Also wenn man dauerhaft mit dem Flüssighelium arbeitet, halten die 15 Minuten. Das ist ganz witzig, wenn man das mal ausrechnet. Also der Flüssighelium, also das Flüssighelium reagiert ein bisschen anders als flüssiger Stickstoff, weil es eben leichter ist. Flüssigen Stickstoff füllen wir um in Thermoskannen und kippen das dann in den Kühler rein. Das geht leider mit dem Flüssighelium nicht. Wir müssen mit dem Flüssighelium direkt aus dem Behälter raus, mit so einer Lanze in den Kühler rein. Und dort schießt eben dann das Flüssighelium auf den Kühler und kühlt so den Kühler runter. Und wenn man eben diese Lanze öffnet, das Ventil, dann kostet das wirklich 4,40 Euro pro Sekunde. Das ist natürlich wirklich teuer. Auch für ein Unternehmen wie ASUS ist es viel Geld. Das heißt, die Vorbereitung für Flüssighelium muss perfekt sein. Das Setup muss laufen und man muss 100% sicher sein, dass wenn wir jetzt den Kühler runterkühlen,
dass wir höher im Takt gehen können und so einen Weltrekord eventuell aufstellen können. Ja, und am Freitag war es dann soweit, da haben wir dann mit dem Flüssighelium gearbeitet und es war wirklich beeindruckend. Also ich war schon zweimal vorher beim ASUS Absolute Zero für Skylake und auch für Ivy Bridge vorher, habe aber persönlich nie mit dem Flüssighelium gearbeitet, sondern habe einfach andere Ergebnisse gemacht, die ich auch mit Flüssigstickstoff machen konnte. Aber dieses Jahr habe ich dann wirklich das erste Mal selbst mit Flüssighelium gearbeitet. Ich habe davon leider natürlich keine Aufnahmen, weil ich kann schlecht davon filmen, wenn ich selber am Setup sitze und das mit dem Flüssighelium mache. Also das war dann für mich so, dass ich das Setup bei ungefähr 7,2 GHz habe laufen lassen mit flüssigem Stickstoff bei 4 Kernen 8 Threads. Das war mir auch ganz wichtig. Also es ist möglich, höher zu gehen im Takt, wenn man Kerne abschaltet und Hyperthreading abschaltet. Aber es ist natürlich marketingtechnisch nicht ganz so geil, weil es ist natürlich viel, viel beeindruckender, wenn die CPU mit allen Kernen arbeitet und mit Hyperthreading, als wenn man die CPU komplett irgendwie beschneidet natürlich. Ne? Und bei meiner CPU war es wirklich so, dass die CPU auch interessanterweise mit 4 Kernen und Hyperthreading am besten gearbeitet hat. Das heißt, wenn ich Hyperthreading ausgeschalten habe und auch Kerne deaktiviert habe, dann wollte die CPU irgendwie gar nicht mehr so hoch takten. Warum, weiß ich auch nicht. War auf jeden Fall ganz interessant. Das heißt, ich habe meine CPU bei so 7,15, 7,2 GHz im Idle stehen lassen und habe dann einfach Settings gesucht, wo die CPU relativ stabil ist. Also ist wirklich immer noch sehr, sehr instabil, aber eben stabil genug, um eine Validierungsdatei abzuspeichern. Und dann war es irgendwann soweit, dann kam dann der Kollege von ASUS, Elmore, kam dann zu meinem Setup und hat den Flüssighelium in mein Setup eingefüllt. Dann haben wir die CPU bis auf minus 248 Grad runtergekühlt und ich konnte dadurch die CPU auf 7328 MHz übertakten bei 4 Kernen und 8 Threads. Und das ist bis heute das höchste Ergebnis, was jemals mit einer Intel-CPU mit 4 Kernen erreicht wurde. Also von dem her, ja, das war für mich persönlich natürlich auch ein Meilenstein, sage ich mal, und auch ein mega geiles Erlebnis. Also ich kann das gar nicht beschreiben, wie das Gefühl bei so einem Event ist, aber wenn man da sitzt und erreicht dann so ein Ergebnis, das hat für Außenstehende vielleicht irgendwie nicht unbedingt so die Bedeutung, denken sich, ja gut, 7,3 GHz, aber für mich war das schon, ja, war es echt schon der absolute Hammer. Also ich bin immer noch beeindruckt von dem Event. Das war auch auf jeden Fall die beste Overclocking-Session, die ich in meinem Leben hatte. Also von dem Ergebnis und mit diesen ganzen Vorbereitungen und danach mit Flüssighelium in so einer Zeit so ein Ergebnis zu erreichen, war einfach absolut beeindruckend. Ja, ich hoffe mal, wir werden mit Cannon Lake hoffentlich was Ähnliches sehen. Werden wir mal schauen. Ja, nach dem Event haben wir eigentlich alle zusammen erstmal ein bisschen gefeiert, weil das war einfach so gut. Also wir hatten selten ein Overclocking-Event, das so gut lief, also wo wir alles vorgetestet haben. Es hat funktioniert und dann auf Flüssighelium umgestiegen und die Ergebnisse waren da. Ich weiß gar nicht, wie viele Weltrekorde wir am Ende hatten. Ich glaube 17 oder 18 Stück, sowas in der Richtung. Und das ist auch für so ein Event wirklich ein absoluter Erfolg. Und das haben wir dann erstmal ein bisschen gefeiert. Am Tag nach dem Absolute Zero Event bin ich noch zu dem Guanghua Digital Plaza, heißt es. Wir nennen es einfach immer nur Computer Market, wenn wir in Taipei sind. Das ist nichts anderes als ein Riesengebäude und da ist einfach alles voller IT. Das heißt, ihr könnt alles kaufen, Computerkomponenten, Fertig-PCs, Notebooks, alles gibt es dort. Das ist ein Store, sowas würdet ihr wahrscheinlich in Europa niemals finden. Also mich würde es überraschen, wenn es sowas hier in Europa gibt. Aber es ist einfach nur mega cool, das heißt, ihr könnt wirklich die aktuellsten Komponenten, CPUs, Speicher, Mainboard in Massen dort kaufen. Also ich habe ein bisschen was für euch gefilmt, ich blende euch das jetzt hier einfach mal ein. Ist auch richtig cool, also für so Computer-Nerds wie uns ist das das absolute Paradies. Das heißt, solltet ihr jemals in Taipei sein, geht auf jeden Fall mal in das Guanghua Digital Plaza. Das ist immer ein Besuch wert, selbst wenn man dort nichts kauft. Also ich habe dort auch nichts gekauft, aber es ist einfach nur immer beeindruckend, dort rumzulaufen. Einfach nur zu sehen, wie dort auch die Hardware beworben wird. Weil man läuft durch die Stadt und an den Wänden von den Häusern hängt einfach nur aktuelle ASUS oder Razer-Werbung oder sowas. Das würdet ihr hier niemals finden. Oder irgendwie Werbung auf Bussen ist auch mal ganz verrückt. Das heißt, ihr findet irgendwie GTX 1080 Werbung auf einem Bus, der gerade vorbeifährt. Das ist wirklich geil. Ja, also wenn ihr jemals die Möglichkeit habt und ihr seid in Taipei, geht auf jeden Fall ins Guanghua Digital Plaza. Kann ich nur empfehlen. Ja, das war so mein kleiner Ausflug zum ASUS Absolute Zero. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Macht's gut und bis bald.